Formel 1 News zum sportlichen Reglement für 2024. Die FIA hat das sportliche Reglement für 2024 vorgestellt. Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die Drehtage vor der Saison, bei denen die Teams Werbeaktivitäten filmen und gleichzeitig ihre Autos überprüfen können. Diese Drehtage werden von 100 auf 200 Kilometer verlängert, jedoch müssen die Teams die beiden Sessions auf unterschiedliche Tage verteilen. Des Weiteren wurden auch Änderungen bezüglich der Vorsaisontests für 2023 beschlossen. Jeder Testtag wurde um eine halbe Stunde verlängert, um neue Entwicklungen in Bezug auf das Safety Car, virtuelle Safety Car, rote Flaggen und Starts zu testen. Allerdings wurde die Schlusszeit der Testtage in der neuen Saison auf 19 Uhr zurückgesetzt. Eine weitere geplante Neuerung betrifft die Verwendung von Heizdecken. Pirelli hat ein Programm zur Entwicklung von Reifen gestartet, die keine Heizdecken benötigen, jedoch haben die Fahrer Bedenken hinsichtlich der Sicherheit geäußert, weshalb die Einführung verschoben wird. Es wird erwartet, dass bis zum 31. Juli 2024 über ein Verbot von Heizdecken abgestimmt wird. Schließlich wurden auch Verstöße gegen die Sperrstunden während des Rennwochenendes thematisiert. Die erste Phase der Sperrstunde beginnt 42 Stunden vor dem geplanten Start des ersten freien Trainings und endet 29 Stunden vor dem Start des zweiten freien Trainings. Für weitere Formel 1 News folgt gerne meinem Kanal.